So, beginnen ins nächste Video. Ich will ja die Videos weiter durchschrattern. Wir kommen zu The Studio. Und zwar Viewpoint. Ich habe von Hartz IV gelebt. Kleiner Side-Fact. Finde ich lustig, dass einfach 420 4 Minuten 20 geht. Sympathisch. Ich hätte es aber mehr gefeiert, wenn das Viewpoint irgendwie alle meine Freunde kiffen oder so. Hatten die auch. Und dann einfach 4 Minuten 20. Sag ich euch ehrlich, hätte ich gefeiert. Findest du Hartz IV eine gute Lösung für Arbeitslose? So viel verdiene ich ja nicht mal. Ich kenne mich in diesem Thema gar nicht aus, muss ich sagen. Aber jeder sollte genug Geld zur Verfügung haben, um zu leben, um einen Lebensstil zu führen. Aber ich finde auch, dass man arbeiten gehen sollte. Ich kann es nicht verstehen, dass Leute auch da sitzen und sagen, ich nehme keine Arbeit an und habe Bock auf nichts und hier, der Staat scheffelt mir rein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, an sich ist es super, dass wir das haben und dass so auch Leuten geholfen werden kann und dass wir halt ein in den allermeisten Fällen ein funktionierender Sozialstaat sind. Ja, aber nicht auf Dauer. Schon, aber trotzdem sind viele, die Hartz-IV-Empfänger sind, eher, die bleiben am Leben und leben nicht wirklich. Sie können halt die Miete bezahlen, können sich was. Ganz kurz zu der Frage. Ich finde, ich werde die Fragen nämlich mitbeantworten. Hartz-IV, absolut. Ich finde es gut, ich finde es nur falsch angebracht. Es gibt Leute, die können arbeiten, kriegen Hartz IV. Es gibt Leute, die können nicht arbeiten, kriegen Hartz IV. Leute, die wirklich Probleme haben in irgendeiner Form, die sollten auch, für die Leute sollte das sein. Nicht für Leute, die sagen, okay, sie möchten mit dem Mindeste auskommen. Und ich denke, trotzdem Hartz IV ist etwas, was auch Leuten, dadurch, dass es für jeden zugänglich ist, mehr oder weniger, kann das auch anderen Leuten, die jetzt keine gewisse, Arbeitsbehinderung haben, in Form von Einschränkungen, für die kann das vielleicht sogar irgendwelche Türen öffnen. Aber sollte da was dran geändert werden müssen, dann wäre ich absolut dafür einfach, dass man unterscheidet zwischen Menschen, die wirklich aus irgendwelchen Schicksalsschlägen oder anderweitig, dass solche Leute unterstützt werden. Weil auf der einen Seite sieht man es nicht ein, für Leute, die wirklich arbeiten können, nur weil die keine Lust drauf haben, das zu bezahlen. Wir zahlen ja Hartz IV alle. Aber ich finde es, die Leute, die es wirklich gebrauchen, weil die, weiß ich, eine Lähmung haben oder so. Das ist ja das bekannteste Beispiel, so was man so hört. Stell dir mal vor, du fällst bei der Arbeit von der Leiter und wirst gelähmt. So Sachen. Die sind, da kannst du nichts dafür. Und dann vom Staat die Unterstützung zu kriegen, du kriegst Hartz IV, du kriegst Geld dafür, weil sie genau wissen, okay, du würdest nicht zu Hause sitzen, wenn du noch arbeiten könntest, ist was komplett anderes. Was zu essen holen, aber viel anderes bleibt da halt dann auch nicht übrig. Schwierig. Also ich bin auf jeden Fall für eine soziale Absicherung. Ja, niemand meines Wissensstands nach muss in Deutschland irgendwie obdachlos sein oder sonst was, sondern jeder hat eine gewisse Grundsicherung. Das finde ich eine gute Sache. Aus diesem Grund kann man halt auch mal Sachen probieren und sagen, ey, ich probiere jetzt die Selbstständigkeit, weil wie tief soll ich denn fallen in Deutschland? Das finde ich eine gute Sache. Wenn Leute das Ganze ausnutzen, ja, und dann quasi sich Gelder holen, die ihnen vielleicht nicht zustehen oder das Ganze irgendwie schwarz hintenrum machen, ist es halt eine blöde Sache. Ja. Aber der Grundgedanke ist ein guter. Ja, also in Deutschland, finde ich, sind wir da schon sehr gut aufgestellt, was das angeht, dass Arbeitslose trotzdem Geld beziehen können und andere Unterstützung bekommen. Allerdings finde ich, dass es oft sehr
leicht auf die leichte Schulter genommen wird und dass es da vielleicht ein bisschen mehr Einschränkungen geben sollte, wer das denn tatsächlich auch beziehen kann. Nein, da gibt es auch definitiv bessere Lösungen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass jeder Mensch irgendwie ein würdiges Leben führen kann. Und das scheint mit Hartz IV nicht in jedem Fall möglich. Nein. Ja, geht's so. Ich finde, viele ruhen sich vielleicht auch einfach drauf aus, weil die wissen, die kriegen vom Staat Geld. Ja, ich finde schon, das ist eine gute Lösung. Die Leute werden ja auch geschult und haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und denen werden ja Jobs auch angeboten und es wird sich gekümmert und geholfen. Also ich finde Hartz IV tatsächlich eine gute Sache, weil du da halt Zeit überbrücken kannst, wenn du halt mal tatsächlich arbeitslos wirst, weil das kann jedem passieren, ne? Das ist halt, darf man niemals voreilig urteilen, weil ich selber hatte auch schon mal die Phase, sehr, sehr lange her schon, aber das kann jedem passieren und dann ist Hartz IV natürlich eine Möglichkeit, um in Deutschland halt weiterhin über die Runden zu kommen, ne? Und dann geht man da halt irgendwann wieder raus, wenn man sich eine neue Arbeit sucht, aber ja, ich finde Hartz IV einfach doch wichtig auch. Mal mehr, mal weniger. Es gibt auf jeden Fall Situationen, bei denen es sehr, sehr hilft und ich finde es gut, dass wir diese Möglichkeit in unserem Land haben. Dennoch gibt es natürlich Leute, die das Ganze ausnutzen, aber schwarze Schafe gibt es überall. Was hat denn der? Der dachte sich einfach so, ey, lass mal einfach Büroklammer ins Ohr schieben. Gefällt mir. Also würde ich jetzt nicht machen, sag ich euch ehrlich. Ja, aber ich finde die Kontrollmechanismen und Einstiegshürden, wie auch immer, gibt es definitiv Verbesserungsbedarf. An sich bin ich absoluter Freund von Sozialhilfe. Alter, aber ey, was mir jetzt so auffällt, die Quali von dieser Kamera, die sie benutzen, ist absolut geisteskrank. Sie ist einfach jede Falte, jede Linie gefühlt. Das ist brutal. Wie scharf diese Kamera ist. So mal ganz, ganz kurz der Nerd rausgekommen. Sicherheitsnadel, alles selbe. Ja, weil sie Unterstützung verdienen. Nee. Ja. Es ist in erster Linie eine diskriminierende Lösung für Arbeitslose, weil einfach das finanzielle Mittel sind, die den Menschen da zur Verfügung gestellt werden, die maximal für eine unwürdige Existenz ausreichen. Ich bin leider zu wenig in dem Thema drin, um da jetzt ein Gegenangebot zu stellen, würde aber auf jeden Fall mit niemandem tauschen wollen, der Hartz IV bezieht. Ich würde jetzt hier Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen einfach nochmal in den Raum werfen. Es funktioniert, es ist evaluiert, das kann man machen und bin gespannt, was da in Zukunft noch so passiert. Ey, actually, ich glaube, der ist jemand, der sehr gebildet ist in gewissen Bereichen. Dass der sich absolut in viele Bereiche reinfuchst, der Typ. Also ich kenne ihn nicht, aber allein von seiner Aussage und wie er sich gibt, ich glaube, das ist ein schlaues Kerlchen. Auch wenn ich seine Meinung so nicht hundertprozentig supporten kann, halt, weil jeder halt seine eigene Meinung hat, aber ich glaube, Real Rap, der hat was im Köpfchen erkehrt. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Aber Video, ich find's ein bisschen kritisch. Wieso nur 4 Minuten 20? Es ist echt schwierig. Mach doch mal so 10 Minuten Videos. Das wäre perfekt. Da kann man sogar Reactions drauf machen. Die sind dann 15 Minuten und dann alle happy. So.